Hallo zusammen, ich will bloß ganz kurz noch was loswerden. Rick hatte ganz am Anfang was gesagt dazu, dass wir nicht alleine sind, sondern auch in den anderen Ländern viele Aktivitäten laufen, die in eine ähnliche Richtung gehen. Ich weiß es zum Beispiel von Spanien, dort waren im März 2 Millionen Leute auf der Straße. Habt ihr davon was gehört in den Nachrichten? 2 Millionen, das sind 5% der Bevölkerung. Und trotzdem schaffen sie im Großen noch nicht viel zu bewegen, aber es gibt ganz viele Aktivitäten im Kleinen. Es gibt über 300 Regionalwährungen inzwischen in Spanien. Es gibt ganz viele Aktivitäten, wo die Leute einfach sagen, wir wollen nicht ins Ausland gehen zu arbeiten, sondern wir machen unsere eigenen Dörfer, eigene Aktivitäten in Richtung. Wir schaffen was für die anderen Leute in unserer Umgebung. Und ich selber bin 10 Jahre in Spanien gewesen, habe dort gewohnt, bin erst seit 3 Jahren wieder hier zurück. Die Hälfte unserer Familie ist aus Spanien und daher ein paar Erfahrungen auch aus meiner ersten Rede waren ja einige Erfahrungen auch von spanischen Aktivitäten. Ich habe 2008 noch miterlebt, wie dort die große Wirtschaftskrise losging. Teilweise verursacht durch die Aktivitäten in den USA, aber auch eigentlich durch die globale Wirtschaftskrise. Und ich habe mich gefragt, was ist dort eigentlich passiert? Von einem Tag auf den anderen ging es den Leuten mit einmal schlechter. Viele haben ihre Arbeit verloren, hatten dann natürlich kein Geld mehr, sich das zu leisten, was sie vorher hatten. Aber was hat sich eigentlich in Wirklichkeit geändert? Es gab noch genau die gleichen Betriebe, die gleichen Unternehmer, die gleiche Kraft oder die gleiche Möglichkeiten hatten, das herzustellen oder das zu machen, den Service anzubieten wie vorher. Und es gab noch die gleichen Leute, die auch einen ähnlichen Bedarf hatten an Gütern oder an Dienstleistungen wie vorher. Was hat sich in diesem Land eigentlich geändert? Und ich habe nicht so richtig die Antworten darauf gefunden, bis ich dann durch Lesen oder durch Sprechen mit anderen Leuten schon so einige Antworten darauf gefunden habe. Und ich habe mir gedacht, letztes Mal war die Susan, die hier gesprochen hat und angeboten hatte, sie hatte Videos besorgt, die man sich hier ausleihen konnte und nächstes Mal wieder mitbringt und dann können sich andere das ausleihen. Und ich habe eine ganze Menge Bücher, gerade zu dem Thema Wissensmanufaktur, Plan B, Steuerboykott. Wen es interessiert, dort sind einfach viele Ideen drin. Vorhin wurde zwar gesagt, dort sind Ideen, die vielleicht uns nicht hilfreich sind. Ich habe da noch keine gefunden, aber es soll jeder selber entscheiden. Ihr könnt euch, da hinten ist eine blaue Kiste. Dort sind Videos, Hörbücher oder auch Bücher drin. Die könnt ihr euch mitnehmen. Da ist ein Zettel drauf, schreibt einfach euren Namen und Telefonnummer drauf und bringt das nächste Mal einfach wieder mit. Danke.